Hallo, Stia, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Stia. Neunte Stäbe. Neunte Stäbe. Also Feuerelement, Sternzeichen wieder, Löwe, Schütze. Also Stier, ich muss dir sagen, mein Gefühl gerade ist, dass du mit Sternzeichen wieder eine Verbindung hast. Es muss halt nur sein, dass du in deinen astrologischen Chart vielleicht Sternzeichen wieder hast. Oder sonst tatsächlich hast du mit Sternzeichen wieder zu tun. Oder sonst die andere Person hat Sternzeichen wieder irgendwo in den astrologischen Chart. Ich meine, ich sage es halt nur, weil das Gefühl ist tatsächlich hier bei dir auf die Lego. Ja? Auf den Würfeln kam Sternzeichen wieder. Auf den Würfeln hier. Und die Nummer 7. Und du hast auch einen Orakel, genau wie bei den Sternzeichen wieder. Also irgendwie das Gefühl ist hier, ja. Also neunte Stäbe ist eine Karte, die eigentlich mit vorsichtig zu tun hat. Also irgendwas mir sagt, ich muss vorsichtig sein. Oder eine Energie, wo man sagt, ja, man ist vorsichtig. Also ich möchte nicht mehr verletzt werden. Ich schütze mich. Es gibt irgendeine Situation, wo ich denke, ich muss langsam gehen oder vorsichtig sein. Ich muss mich schützen. Ich bin schon oft das verletzt worden und ich muss jetzt langsam gehen. Also neunte Stäbe ist natürlich eine interessante Energie gerade, ja, Stier. Ist eine interessante Energie. Also etwas sagt mir, sei vorsichtig. Also irgendwie, man spürt hier eine Blockade. Ne? Also eine Person hat Angst, eine Person stellt sich auf eine Defensive, eine Person macht eine Wand dazwischen. Also es ist deutlich, ja? Stier, es ist deutlich. Jemand, und ich sage jemand, weil die Legung kann sich natürlich für die Crosswatchers auch spiegeln, ja. Aber jemand hat hier doch Angst, ja. Tatsächlich. Also eine Person fühlt sich irgendwie blockiert oder nochmals macht tatsächlich eine Wand dazwischen. Schaue bitte hier. Und Stier, gerade sie ist die Nummer 1111 in meiner Uhr, ja. Ich habe hier eine Puppe, Puppe de Kerlchen. Puppe de Kerlchen ist natürlich eine jüngere Energie. Entweder spricht das hier über ein Kind von dir. Ist das ein Kind? Ist das ein Geschwister? Ist das einen Wunschpartner? Aber dann sehe ich Altersunterschied. Du siehst ja, hier siehst du wieder. Hier siehst du eine Person, die sich auf eine Defensive stellt, in verschiedenen Situationen, in manchen Fällen. Also diese Person stellt hier eine Wand. Du siehst hier eine Wand und hier noch eine Wand. Also es ist deutlich hier, Stier, es ist deutlich. Alle Karten, schaue dir bitte diese Illustration an. Hier siehst du eine Wand aus Schwertern. Eine Wand. Eine Wand. Und eine Wand. Verstehst du, was ich meine? Eine Person hat hier Angst. Das ist schon mal sicher. Eine Person ist hier vorsichtig. Also man möchte nicht verletzt werden. Ich bin schon oft enttäuscht worden.
Ja, das ist das Gefühl hier bei dir. Stier, das ist das Gefühl hier bei dir. Schaue bitte die Karten, die ich hier habe. Die Karte die Sonne, die Karte der Wagen und sechste Münzen. Wir haben wichtige große Arkanen hier, ja? Die Sonne und die Karte der Wagen, also Sternzeichen Löwe und Sternzeichen Krebs, ist hier gerade zu sehen. Wir reden hier eigentlich über viel Glück. Also diese Kombination, die ich gerade hier habe, spricht über viel Glück. Vielleicht möchtest du dir ein neues Auto kaufen, ne? Stier. Ich meine, die Karte der Wagen ist ja da. Ja, also nicht, dass ich jetzt, wir haben hier einen Wagen. Und ja, natürlich kann ich hier sehen, du siehst, diese Person hier gibt gerade Geld aus. Ja, also die Person gibt ja gerade Geld aus. Ich könnte für mich eine Gruppe denken, dass man sich ein neues Auto kaufen möchte. Oder zum Beispiel, du möchtest einen Führerschein machen, wenn du keinen Führerschein hast. Du möchtest einen Führerschein machen, du möchtest dir ein Auto kaufen, du möchtest irgendwie nach vorne gehen. Ich spüre hier sehr viel Glück. Ich spüre hier Vernunft. Irgendwie möchte ich denken, mit dieser Energie schon. Ich spüre hier Glück. Ich spüre hier Entscheidungen, die man trifft. Ich spüre irgendwie Erfolg in der Energie. Mit dieser Karte der Wagen. Also, Stier, ich denke, man bekommt Licht und Klarheit hier in den Entscheidungen. Wenn du zum Beispiel Entscheidungen in deinem Leben, weil die Karte der Wagen, Nummer 7, übrigens Nummer 7 hast du auch auf den Würfeln, ist eine spirituelle Nummer. Also die Nummer 7 ist eine spirituelle Nummer. Die Karte der Wagen ist eine Karte, die mit deinem Existenz zu tun hat. Ja? Wir reden über deine Existenz, wir reden über keine Routine hier eigentlich. Wir merken schon, dass das ernst ist hier. Ja? Also zum Beispiel, ich sehe schon Licht und Klarheit in meinem Weg. Ja? Also diesen Wagen hier hat auch Licht. Ja? Man hat Klarheit. Ich weiß, für welchen Weg ich mich entscheiden möchte. Es sind Karten, die über Sicherheit reden. Also ich bin mir sicher. Ich zweifle nicht. Ich bin mir sicher. Ja. Ich möchte in dieser Situation Energie von mir geben, mir Zeit geben, mir Mühe geben. Ja. Stier, die Energie ist positiv. Ja, ich spüre hier schon das Gefühl, dass man doch von sich Zeit und so weiter geben möchte. Die Sache ist, beide Karten reden ja über eine Dualität, also zwei Situationen, zwei Personen und so weiter. Denn sechste Münzen spricht auch über eine Person, die. Du siehst hier, ist eine Person und zwei Menschen brauchen von dieser Person. Also so ungefähr, diese Person hier trägt viel Verantwortung, hat viel Verantwortung, weil muss sich teilen. Ich muss mich teilen. Ich muss mich für dich teilen und für dich auch. Es kann kompliziert sein, ja. Es kann kompliziert sein. Was können wir hier haben? Wir können hier zum Beispiel auch eine Situation haben, Stier, wo eine Person noch in einer Beziehung ist und ich kann für dich nicht hundertprozentig da sein, weil ich natürlich für diese Person auch da sein muss. Also das heißt, ich kann für dich vielleicht 20% dabei sein, aber den Rest muss ich woanders sein, weil ich habe sehr viel Verantwortung, ich trage sehr viel Verantwortung für die Familie. Kann ich hier eine Person haben, die in einer Beziehung ist? Ja. Könnte ich aber auch den Fall haben, dass diese Person nicht in einer Beziehung ist, aber doch für die Familie sehr viel Verantwortung hat oder trägt? Ja. Ich sehe Kinder. Ich sehe Babys. Ich sehe Babys hier. Ich sehe kleinere Kinder. Ich sehe eine Person doch, die ich irgendwie stehe. Ich sehe schon hier eine Person, die in einer Beziehung ist.
Okay, jetzt sagst du zu mir, jetzt sagst du mir, ich bin nicht in einer Beziehung, ich bin nicht verheiratet, aber mein Ex, meine Kinder sind noch bei meinem Ex. Die sind klein und ich muss mich auch um meine Kinder kümmern. Ja, aber das ist schon natürlich diese Situation, die ich hier habe. Ja, wo eine Person irgendwie sich teilen muss. Ja, ich muss mich teilen für dich und für die andere Situation. Und es ist tatsächlich, also ich empfinde es kompliziert. Ich empfinde es kompliziert. Weil irgendwie jemand bekommt hier immer nur den Rest, was übrig ist, was da noch, ja, also es ist kompliziert. Wir schauen weiter. Hinter dem Deck einen Puppe der Stäbe. Puppe der Stäbe zeigt nochmals eine neue Leidenschaft, Stier. Du hast was Neues entdeckt. Ja, du hast was Neues entdeckt. Egal worüber wir reden, das kann natürlich Arbeit für dich sein. Dass du tatsächlich eine neue Leidenschaft in deinem Leben hast. Eine Leidenschaft, die dich motiviert, dich Lust gibt. Also du bist motiviert, du bist ja durch diese Leidenschaft. Nochmals, ich sehe bei dir sehr stark die Arbeit, natürlich, ja, mit diesen Karten hier auch. Ich spüre sehr viel Erfolg in deiner Energie, ja, muss ich dir schon sagen. Ich spüre hier schon Erfolg, ja. Das kannst du mir glauben. Also die Energie ist eine starke Energie. Und ich sehe schon hier eine neue Situation, einen neuen, ja. Es zeigt sich positiv. Kann das hier für dich aber auch eine neue Person sein? Ja, es könnte natürlich auch eine neue Person sein. Ja, also es gibt diese Leidenschaft hier, aber irgendwie, es kann hier, wie gesagt, Stier, ich sehe auch eine dritte Person. Ne? Diese dritte Person ist eine Mutter, deine Mutter, eine Mutter, die Mutter deiner Kinder oder der Vater, einen Vater, der Vater deiner Kinder. Ja. Tatsächlich. Die Nummer 3 zeigt sich oft das, ja? Genau wie beim Sternzeichen wieder. Also schau mal bitte jetzt hier, in der Mitte 3 der Stäbe. 3 der Stäbe zeigt einer Person, die in der Zukunft, also mein Fokus ist in der Zukunft. Ich habe schon meine Pläne. Ich weiß schon, was ich machen möchte. Ich weiß, was ich anfangen will, wo ich leben möchte, mit wem ich leben will. Stier, du hast eine klare Synchronisierung mit Sternzeichen wieder und ich empfehle dir, die Legung von Sternzeichen wieder dir anzuschauen. Es kann möglich sein, dass du mehr Informationen für dich holen kannst, aber ich sage dir, dass die Synchronisierung mit Sternzeichen wieder ist sehr stark. Ja? Das wirst du merken, wenn du das siehst. Also die Sache ist, ich spüre hier eine Person mit einem Fokus, ja. Ich weiß schon, wo mein Fokus ist. Ich bin fokussiert. Ich weiß schon, was ich will, was ich machen möchte. Wie gesagt, wo ich leben will. Ich sehe hier eine Reise in manchen Fällen. Stehe einer Person, die. Ich sehe schon eine Reise hier. Das ist sicher. Ja. Also schaue bitte, welche Karten du hier hast, weil das ist alles außer normal. Ja? Also ich spüre hier bei dir einen neuen Zyklus in deinem Leben, natürlich. Also hier ist die Karte der Narr, Nummer 0, 3 der Stäbe und die Karte der Waage, Nummer 7. Also Stier, mach, egal was du gerade machst, mach weiter so. Arbeitet weiter für deine Träume. Mach weiter so, weil du bist richtig. Es gibt hier, in deiner Energie zeigt sich, sehr viel Erfolg. Und du kannst mir glauben, wenn ich dir sage, ich sage es dir nicht, um dir schön am Ohr zu reden. Also du weißt, dass es nicht bei mir so ist. Ich sage dir schon, was ich sehe. Aber ich sage dir, dass das, was du, wo du fokussiert bist, deinen Fokus, sieht sehr gut aus. Also man sieht hier sehr gute Vorzeichen. Mach weiter so. Lass dich nicht ablenken. Fokussiere dich weiter da, weil du bist richtig. Es zeigt sich in deiner Energie sehr viel Erfolg.
Du kaufst dir ein neues Auto oder von da aus, wie gesagt, wenn du sagst, ich habe nicht mal Führerschein, du machst deinen Führerschein, du kaufst dir ein schönes Auto. Also ich spüre hier Arbeit, eine neue Arbeit, neue Projekte, viel Erfolg. Also ich spüre hier, dass du riskieren wirst, du willst riskieren, du willst dich trauen. Du bist in deinem Glauben, dass das, was du anfangen wirst, tatsächlich gut funktionieren wird. Und weil du in deinem Glauben bist, wird es auch funktionieren. Das werden die Menschen nie verstehen. Also, ich muss für meine Träume, für meine Wünsche, muss ich doch dran arbeiten, ja. Ich muss weiter in diesen Traum dran arbeiten und dann wird es funktionieren, natürlich, weil ich was mache dafür. Ich bin in meinem Glauben, dass es funktionieren wird und bei dir wird es funktionieren. Stier. Es wird funktionieren, es wird laufen, es wird gehen. Ich spüre hier sehr viel Erfolg für dich. Sehr viel Erfolg. Ja. Vielleicht hast du vor, hier eine Reise zu machen. Vielleicht möchtest du im Ausland arbeiten. Oder du hast, wie gesagt, du hast schon deine Pläne. Du weißt schon, wie du das alles machen möchtest, wie und wann und wo. Und ich spüre hier natürlich ja, eine starke Energie bei dir. Stier. Unabhängig, wie deine persönliche familiäre Situation aussieht. Ich spüre hier bei dir wichtige Entscheidungen, die du triffst. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 großen Arkanen. Schaue bitte, ich habe hier die Karte die Liebenden. Sternzeichen Zwilling, also Löwe, Krebs, Zwilling, Fische, Wassermann, Widder, Skorpion. Sehe ich gerade hier. Unter anderem, ja, also Sternzeichen sind nicht immer das Wichtigste. Ich sehe hier eine wichtige Entscheidung und nochmals rede ich über deine Existenz. Ich rede hier über die Liebe, auch über die Arbeit, über die Liebe, über eine wichtige Entscheidung, Entscheidungen, die für deine Existenz wichtig sein werden. Ich spüre hier, dass du dich trauen wirst, tatsächlich. Das ist ständig, sagt uns die Energie hier, dass du glaubst tatsächlich. Du glaubst in dem, was du machst, du bist dir sicher, du weißt schon, was du machen möchtest, du bist dir sicher und deswegen wird es funktionieren. Es kommt hier eine Klarheit bei dir, es kommt ja, ich denke, es kommt Klarheit. Du entscheidest hier. Das Gefühl wäre hier, du hast Optionen, haben wir ja gesehen hier, ja, also ich sehe mehrere Menschen bei dir, mehrere Optionen, mehrere Möglichkeiten. Also Stier, für dich öffnen sich mehrere Türen, also das ist das Gefühl hier. Es öffnen sich für dich mehrere Türen. Wenn es eine Blockade in deiner Energie gab, es ist nicht mehr da. Es gibt keine Blockade mehr. Du siehst hier Licht und Klarheit und du wirst hier Entscheidungen treffen. Das ist, was ich bei dir spüre, Stier. Und das ist sicher. Sternzeichen Krebs nochmals und nochmals einen Wagen. Ich sehe hier einen Wagen, also irgendetwas ist hier mit einem Wagen. Das wird dir Geld geben, Stier, das wird dir Geld geben hier. Es gibt hier eine Gerechtigkeit bei dir. Sternzeichen Skorpion ist bei dir sehr stark zu spüren. Skorpion, Krebs. Ja, nochmals die gleiche Karte wie bei Sternzeichen wieder. Also das spricht über eine Person, die heilen muss oder am Heilen ist. Augenblick bitte.
Ich möchte nur ein bisschen Klärung halt. Wow, Gefährte. As der Münzen. Ich sehe hier was Neues. Also ich sehe schon hier was Neues und sogar einen neuen Kompromiss stier. Also schau mal, drei der Stäbe begleitet mit einer Schwangerschaft, und die Karte die Welt. Was sehe ich hier? Ich sehe hier eine neue Situation in deinem Leben. Weil eine Schwangerschaft kann auch darüber reden, dass wir was Neues anfangen. Eine Schwangerschaft nimmt Zeit. Eine Schwangerschaft dauert immer 9 Monate. Also das hat hier mit Zeit, ist mit Zeit verbunden. Das heißt, die Energie sagt uns, sei geduldig, habe Geduld in dieser Situation. Habe es nicht eilig, weil alles nimmt eine Zeit. Aber dass wir hier über Erfolg reden, ja. Also Stier, könnte man trotzdem auch eine Schwangerschaft sehen für manche von euch? Ja, also ich kann hier auch eine Schwangerschaft haben. Das ist deutlich, ja. Man kann hier auch über eine Schwangerschaft reden. Aber Stier, ich sehe hier einen neuen Zyklus für dich, ja. Du schließt manche Situationen ab. Also ich denke, die Energie sagt dir auch, habe keine Angst. Also trau dich, das zu machen, was du machen möchtest. Trau dich, habe keine Angst, ja. Also Stier, die Energie ist einfach ermächtigt. Weil ich spüre hier schon sogar neue Projekte, wie ich dir es gesagt habe. Also diese Schwangerschaft kann natürlich auch für dich über neue Projekte reden. Ja, eine neue Arbeit natürlich. Stäben hat ja mit Arbeit auch viel zu tun. Also, dass du was Neues anfängst. Und die sind Wünsche, die in Erfüllung kommen. Starke Energie. Starke Energie, ja. Schaue bitte jetzt, Stier, 6. Münzen begleitet mit 2 Menschen, die eine starke Anziehung zeigen. Und die Karte die Liebenden nochmals, die Karte die Liebenden. Also du siehst ja, ich rede hier über eine starke Anziehung. 2 Menschen, die, ja, die sich komplementieren. 2 Menschen, die, ich sehe hier eine wichtige Seelenverbindung. Gell? Das muss ich dir aber auch sagen. Wir reden über dieses Geben und Nehmen. Also 6. Münzen ist eine Karte, die für das Geben und Nehmen auch, für einen Balance in der Energie, für eine Gerechtigkeit, für, ja, für dieses Geben und Nehmen tatsächlich. Ja? Logisch. Ohne dieses Geben und Nehmen funktioniert ja nichts. Ne? Und hier sehe ich 2, hier sehe ich 2. Also, Stier, irgendwie, ich sehe hier doch eine 3. Person. Vielleicht meinst du, es liegt an mir. Ich weiß auch nicht. Also, das weiß jeder von euch, ja, wie es für dich die Situation aussieht. Ich meine jetzt, ich sehe, die Liebe sieht man. 2 Menschen, die eine starke Anziehung zeigen, sieht man. Eine wichtige Entscheidung sieht man natürlich auch. Ja, dass man eine wichtige Entscheidung trifft, man sieht das auch. Aber ja, diese andere Person ist hier. Und es kommt jetzt darauf an, wer diese andere Person für dich ist. In manchen Fällen ist deine eigene Mutter, wie ich manchmal sage. In manchen Fällen ist, weil ich mit meiner Mutter noch zusammenlebe. Und für mich ist das noch vielleicht ein Hindernis in manchen Fällen. Nochmals rede ich, überall rede ich, schau mal bitte jetzt hier, Stier. Die Karte der Wagen und die Würfel. Wir reden über viel Glück, ja? Wir reden hier über viel Glück. Nochmals rede ich hier über riskieren, einer Person, die riskieren möchte. Einer Person, die Situationen hinterlässt, also ich hinterlasse manche Situationen in meinem Leben. Ich tatsächlich, also ich hinterlasse Situationen in meinem Leben, tatsächlich.
Schaue bitte jetzt, stehe, hier ist die Karte der Sonne, plus die Karte der Tod, das ist die Karte der Tod, und die Karte der Tod kommt bei dir oft, also Sternzeichen Skorpion, und vier der Schwerter nochmals. Ich sehe hier eine Heilung. Ja? Die Karte der Tod, die Karte der Sonne, die Karte vier der Schwerter, es gibt schon hier eine Heilung. Vielleicht warst du krank. Vielleicht rede ich für eine Gruppe von Sternzeichen Stier. Du hast eine ziemlich komplizierte Zeit hinter dir. Du kommst durch eine ziemlich, wirklich, wenn ich sage ziemlich komplizierte Zeit, ist tatsächlich so, wie ich das sage. Und nur du weißt, wie deine Situation war. Das kann niemand mehr wissen, nur du. Aber es zeigt sich schon ziemlich kompliziert. Und, aber es ist jetzt hinter dir. Man sieht hier eine Heilung. Und jetzt fängst du an. Jetzt ist deine Zeit. Jetzt ist deine Zeit. Es ist deine Zeit. Stier. Schau bitte. Also, siebente Kelchen, König der Kelchen. Und nochmals die Karte der Tod. Du hast Sternzeichen Skorpion sehr stark bei dir. Sehr stark sogar. Ich sehe hier Optionen natürlich. Aber ich spüre in dieser Energie hier vielleicht etwas Zweifel. Denn die Optionen sind natürlich da. Aber das Gefühl ist, dass du Entscheidungen treffen musst. Dich von Situationen verabschieden solltest. Ja? Schaue bitte hier. Du hast gesehen jetzt, Stier, die Karte der Liebenden kam bei dir jetzt noch hier in diese Position. Die Karte der Liebenden, ein König der Münzen, das ist deine Energie, Sternzeichen Stier, Steinbock, Jungfrau. Und man muss auch mal Nein sagen können. Also ich sehe hier diese Entscheidung, diese wichtige Entscheidung, weil in manchen Fällen musst du, also du, hier der König der Münzen spricht über eine Person, die in einer Beziehung ist. Oder sonst einen Ex. Zum Beispiel, wenn ich mit meinem Ex noch einen engen Verhältnis habe, es ist ja klar, dass solange ich mit meinem Ex einen engen Verhältnis habe, kann ich natürlich nichts Neues anfangen. Es ist nicht möglich, ja? Es ist nicht möglich. Also von da aus, die Energie sagt schon, man muss natürlich auch mal Nein sagen können. Ja, es ist logisch. Und man muss hier Entscheidungen treffen. Wichtige Entscheidungen treffen. Mit der Karte der Narr kommt das Wort Jazz. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das Wort Jazz. Und vier der Münzen. Ich sehe schon hier eine Person, die loslässt. Weil die Karte der Narr spricht über Loslassen. Also ich lasse los. Und ich lasse natürlich meine Komfortzone los. Ja, das ist bei dir zu sehen. Ich lasse los, ich mache einen Zyklus, ich schließe einen Zyklus und so weiter. Also Stier, schaue bitte hier jetzt schon wieder. Der Puppe der Stäbe kommt zweimal bei dir. Und jetzt plus meine Karte von Aloe Vera. Aloe Vera ist eine medizinische Pflanze, aber ich spüre hier mit dieser Kombination eine sehr innovative, also zum Beispiel, dass du etwas erfunden hast. Also ich spüre hier mit dieser Kombination neue Ideen, eine neue Situation, die du entdeckt hast. Das kann hier wirklich mit Arbeit zu tun haben. Ich kann das nicht loslassen. Ja? Ich spüre hier die Gesundheit. Ich spüre hier eine medizinische Pflanze. Ich spüre hier was Neues, was man entdeckt, was mit Arbeit zu tun hat. Ich spüre hier tatsächlich, das ist irgendwie so ungefähr, man steht auf einen Tag und sagt, oh, Eureka, ja, ich habe eine neue Idee, ich habe eine neue Idee, ich muss diese Idee in die Praxis bringen. Und das ist das Gefühl bei dir. Das ist das Gefühl bei dir, Stier. Ja, das ist das Gefühl bei dir.
auch, dass du von Situationen rausgehst. Also, weil die Karte das Gericht, die Karte das Gericht, spricht natürlich über eine Urteilung. Also man wird urteilt hier. Es gibt hier eine Urteil. Also natürlich sehe ich hier Pflanzen. Und momentan, du weißt ja, wie das ist. Es gibt manche, tja, Kräuter. Es gibt manche Kräuter, die heute, tja, erlaubt sind. Alles schön und gut. Alles unter Kontrolle halt, mit bestimmten Grenzen, ja. Wir wissen ja, also ich würde mich nie durch einen Arzt behandeln lassen, die durch manche Kräuter, jetzt unter manche Kräuter steht oder vielleicht mit dem Einfluss von manchen Situationen. Ich weiß nicht, ob du mich verstehst. Ich meine, wenn du mich nicht verstehst, dann verstehst du mich nicht, aber die Person, die mich versteht, und wenn ich über Kräuter rede, die erlaubt sind momentan und wo man aufpassen soll, trotzdem, dann verstehst du mich schon, ja. Ich meine, eigentlich würde ich das offen sagen, aber ich möchte keine Empfindlichkeiten jetzt, ja. Und außerdem, ich möchte keine Polemik hier jetzt davon machen. Ich sage nur, also es kann möglich sein, dass wir hier auch über Rauchen, manche Kräuter rauchen. Und da musste man vorsichtig damit umgehen. Nochmals, man musste damit vorsichtig umgehen. Ich weiß nicht, für wen ich das hier jetzt rede, für jemand, auf jeden Fall für jemand. Warum? Weil sonst kommen Krankheiten. Also, Stier, es ist doch logisch, ne? Wie ich immer sage, der schlecht handelt, schlechte Konsequenzen bekommen werden. Ja. Also, wenn ich zum Beispiel, wie diese Karte sagt, also diese Karte ist für dich gekommen jetzt, ja, wer etwa 20 Zigaretten pro Tag raucht und an Neujahr damit aufhört, der hat bis zum Silvester, bis zum nächsten Silvester bereits mehr als 2500 Euro gespart. Also, diese Karte spricht über manche Suchtverhalten. Egal ob das jetzt Zigaretten sind, Drogen sind, Alkohol sind und so weiter. Es ist ja klar, dass wenn ich mit diesen Suchtverhalten etwas niedriger mache, dass ich Geld spare, ne? Weil ich gebe viel Geld aus, wenn ich mit manchen Sachen zu tun habe, ist logisch, ja. Und dann, es ist auch logisch, dass eine Situation hier ein Ende haben sollte, weil sonst kommen Krankheiten, ja. Sonst werde ich immer wieder krank. Warum werde ich immer wieder krank? Weil irgendetwas in meinem Leben nicht funktioniert oder nicht richtig funktioniert oder ich aufhören oder damit aufhören sollte und so weiter. Sonst muss ich Tabletten nehmen, sonst werde ich ständig krank, sonst und solche Situationen, ja. Also, und das Universum sendet immer wieder Signalen. Also das Universum warnt uns immer wieder. Sei vorsichtig, ja. Das Universum sendet immer wieder Signalen, Stier. Für dich kam auch von Erzengel Michael diese Karte. Und hier steht, deine innere Führung ist real und vertrauenswürdig. Also, wirklich, deine innere Führung ist real und vertrauenswürdig. Du wirst geführt. Hier ist ein Engel. Stell dir mal vor, jetzt, Stier, du bist diese Person hier. Diese Person, die am Beten ist. Und hier hinten ist ein Engel. Einen Verstorbenen von dir, einer Person, die du verloren hast in deiner Familie, diesen Geist hier begleitet dich und führt dich. Du hast hier eine Führung. Also bitte hilf mir, die göttliche Führung, für die ich gebetet habe, klar zu hören, zu sehen, zu fühlen und zu wissen. Erlaube mir, mein Ego im Zaun zu halten, damit mich deine Weisheit durchströmen kann, zu meinem eigenen Segen und zum Segen der Menschen in meiner Umgebung. Also du bist richtig, wie ich dir vorher gesagt habe, in deine innere Führung. Und hinter dem Deck kommt die Karte, geh ohne Angst weiter.
Ja, also geh ohne Angst weiter, tatsächlich. Tatsächlich, stier. Geh ohne Angst weiter. Du bist richtig. Ich habe es dir ja vorher gesagt. Sei vorsichtig mit manchen Ablenkungen, egal ob das jetzt Alkohol ist, Rauchen, Drogen oder wie auch immer. Oder manche bestimmten sogenannten Freunden. Also vorsichtig mit Ablenkungen, vorsichtig mit dich aus deinem Weg bringen zu lassen, aus diesem Gleichgewicht bringen zu lassen. Egal durch welche Person, nochmals vorsichtig. Denn du bist richtig in dem, was du machen möchtest. Du bist richtig, ja. Mach weiter so. Die hinter dem Deck standen nämlich auch, schreibe deine Gedanken und Gefühle auf. Schreibe alles auf, Stier, damit du es nicht vergisst. Damit du, weil du hast momentan extreme, gute, super Ideen. Und dann kommt nochmals die Frage, also die Sache, die Person, nach der du fragst, ist vertrauenswürdig. Die Person, nach der du fragst, ist vertrauenswürdig. Deine innere Führung ist real und vertrauenswürdig. Also, wie sage ich dir das am besten? Stier, du kannst vertrauen. Du kannst vertrauen. Ohne Angst. Ohne Angst. Aber vertraue nur deine innere Führung. Du bist richtig. Schreibe deine Gedanken auf. Und es gibt Neuanfänge und ein frischer Start. Von diesem Orakel kam für dich, mach sauber. Wir wissen ja, wie das diese Karte, was damit gemeint, ne? Mach sauber, nicht nur zu Hause bei dir. Es ist wichtig, natürlich, aber wir wissen ja, Sternzeichen Stier ist ein Sternzeichen, denn sauber ist auch. Ich meine. Also Stier, ich möchte denken, wir sind alle sauber, aber nee, nee. Ich meine jetzt, wir kennen schon diese Zeit, wo manchmal man überhaupt gar keine Lust hat, was zu machen. Und plötzlich am nächsten Tag schaut man sich um und dann sagt man, wow, was ist das hier? Ja, für einen Chaos, für einen Schmutz und so weiter. Und überhaupt, wenn man nicht allein lebt, wohnt, ja. Also von da aus, vorsichtig mit dem Schmutz, ja. Wie ich immer sage, dass auch unaufgeräumt ist, ist nicht das Wichtigste. Wichtig ist der Schmutz, den sich sammelt. Also vorsichtig, also das Zuhause sauber halten ist natürlich wichtig. Aber diese Karte für mich spricht in deinem Fall mehr über befreie dich von manchen Energien in deinem Leben. Befreie dich von manchen Energien in deinem Leben. Von manchen Menschen, von manchen toxischen Verhältnissen, Beziehungen, sogenannte Freunden. Ja, befreie dich, mach sauber in deinem Umgebung, in deinem Umfeld. Und nochmal, lass dich nicht ablenken. Es kommen Nachrichten. Wow, qué fuerte, du. Schau mal hier, hier steht todo. Entschuldigung. Also, es ist tatsächlich Gold jetzt. Du weißt, manchmal ist man nicht sicher. Ist das Gold oder ist das tatsächlich das, was ich sehe? Ist das, was es ist? Ja. Das, was ich sehe, ist tatsächlich das, was es ist? Oder wird mir was vormachen? Mach mir was etwas vor. No, in dem Fall ist tatsächlich das, was du siehst, ist das, was es ist. Nochmals, du irrst dich nicht in dieser Situation hier, Stier. Du musst aber sauber machen. Denn bei Sternzeichen wieder kam diese Karte hier. Sternzeichen wieder hatte die gleiche Karte wie du und hier steht, es ist nicht für dich. Eine Situation ist nicht für dich. Vielleicht gibt es hier eine Verbindung mit Sternzeichen wieder, nochmals, weil du solltest putzen, sauber machen. Deinen Zuhause, dein Umfeld, deine Beziehungen, Verhältnisse sauber machen, Distanz nehmen, Grenzen setzen
Und Entschuldigung, Stier, wir haben hier eine starke Energie bei dir. Wir haben hier eine starke Energie bei dir, das kann ich dir wirklich sagen. Treffe Entscheidungen und unabhängig jetzt, was du hier für Entscheidungen in deinem Privatleben triffst oder nicht, also unabhängig davon, muss ich dir wirklich sagen, dass du Erfolg in deinem Berufsleben sich zeigt. Und ich glaube, das ist für dich Stier wichtig, ja. Also, du als Sternzeichen Stier, für dich ist das wichtig, ja. Dass du in deinem Beruf, in deiner Karriere Erfolg hast. Und das ist so. Du hast Erfolg, ja. Das muss ich dir wirklich sagen. Du hast Erfolg, du wirst riskieren, du bist in deinem Glauben, du kaufst dir ein neues Auto, es gibt hier Erfolg, es gibt hier, sei geduldig, hab es nicht eilig, ja, das ist hier wie eine Schwangerschaft, es dauert 9 Monate, okay, es dauert 9 Monate, aber in 9 Monaten wirst du schon eine Veränderung in deiner Energie sehen, im positiven Sinne. Ja, es sieht sehr gut aus. Nochmals, unabhängig, was du in deinem Privatleben machst, dein Berufsleben sieht sehr gut aus. Aber ja, es ist tatsächlich so, natürlich, Stier, brauche ich dir auch nichts zu sagen, dass wenn man in meinem Privatleben nicht gut läuft, weil ich mit schlechten Menschen zusammen bin, es ist ja klar, dass in meinem Berufsleben auch nicht läuft. Alles ist verbunden. Alles ist verbunden. Die Liebe mit der Arbeit, mit Geld, ist alles verbunden. Wenn eine Sache nicht läuft, die anderen auch nicht. Und dann frag dich lieber, warum läuft das Geld bei mir nicht? Warum läuft meine Arbeit nicht? Ja, was machst du in deinem Privatleben? Ja, wie beschäftigst du dich in deinem Privatleben? Bist du mit manchen Gesellschaften oder Menschen, die dich in schlechte Wege bringen? Bist du nur am Trinken, Rauchen, Highlife und so weiter? Natürlich läuft dann der Rest nicht, ja? Ja, also wir sollten uns fragen, warum ist das so? Und dann werden wir die Antwort finden. Wie gesagt, deine Energie ist spektakulär. Ich kann es dir nicht anders sagen. Es sieht sehr gut aus, ja? Es sieht sehr gut aus, tatsächlich. Also Stier, ich danke dir für deine Likes und deine Abos. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und bis bald. Dankeschön, Stier. Tschüss.